höchste Gut ist Jesus, mein Erlöser. Es gibt nichts mehr, was Gott mir schenken kann, der meine Freud, Gerechtigkeit und Freiheit, Liebe so treu, mein Frieden grenzenlos. Ich bin gewiss, der Herr ist meine Hoffnung, fest verbunden bin ich nur mit ihm. Ich bin sein, er ist mein, wir sind ewig vereint, nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Ich bin nicht verlassen, an meiner Seite ist und bleibt der Herr. Ich schau auf ihn in Schwachheit und in Freude, denn seine Kraft zeigt sich in meiner Not. Ich bin gewiss, mein Hirte wird mich schützen. Sorge verflieht nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Ich fürchte nichts, ich weiß, mir ist vergeben, die Zukunft fest, das böse Geld bezahlt. Durch Jesu Blut und Leid bin ich begnadigt. Der Tod besiegt, weil Jesus auferstand. Ich bin gewiss, besiegt bleibt meine Sünde, denn mein Herr steht ewig für mich an. Von den Ketten befreit, sing ich jetzt, ich bin sein, nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Nun folg ich ihm im Leben und im Sterben, versprach, dass er nach Haus mich führt. Ja, Tag für Tag wird Jesus mich erneuern, bis ich voll Freude stehe vor seinem Thron. Ich bin gewiss, der Herr ist meine Hoffnung.
Ich sage, ich
Stellt euch vor, ihr steht bei Neufels vor der Haustür und klingelt. Die Tür geht auf, Helena ist da, begrüßt euch freundlich, nehmt euch in den Arm und sagt, schön, dass ihr gekommen seid. Die Kinder kommen aus den Räumen dazu, begrüßen euch genauso herzlich und nehmen euch in Empfang. Diese Herzlichkeit, die habe ich immer wieder erlebt, wo wir als Freunde uns getroffen haben. Und mit dieser Herzlichkeit darf ich im Namen der Familie euch alle sehr herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr heute hier seid. Liebe Helena, liebe Kinder, lieber Yannick, Tim, Emilia, Linel, Jona. Wir alle, wir sind gekommen, um mit euch durch diesen Tag zu gehen. Ja, wir sind für euch da. Ihr seid nicht allein. Und das ist unsere Aufgabe als Gäste, als Freunde, als Familie und auch als Gemeinde, jeder, der gekommen ist. Wir sind heute da, um euch zu stützen, um mit euch durch diesen Tag zu gehen. Genau. Ihr seid nicht allein, auch in der letzten Zeit seid ihr nicht alleine gewesen. Gott hat euch getragen und ihr habt immer an Gott festgehalten. Und Gott ist heute auch hier.
Gott ist derjenige, der den Trost geben wird. Und deswegen möchte ich mit einem Gebet starten und lade euch ein, dazu aufzustehen. Gott, danke dir, dass du allmächtig bist und dass du das Leben schaffst und das Leben hältst. Und danke, dass wir auch heute hier zusammen sein können, weil du da bist und uns durch diesen Tag leiten wirst. Wir wollen an Andreas denken, auf sein Leben schauen. Wir wollen die Familie stärken, trösten, unterstützen und Abschied nehmen. Und ich bete, dass du den Trost dazu gibst. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Was erwartet uns heute an diesem Tag? Ganz grob drei Teile. Wir haben jetzt den Trauergottesdienst. Dieser Trauergottesdienst steht unter dem großen Begriff Hoffnung. Andreas hatte eine sehr starke Hoffnung und davon werden wir mit Sicherheit einiges hören. Und er hat an dieser Hoffnung festgehalten und diese Hoffnung soll im Trauergottesdienst im Vordergrund stehen. Und dann werden wir die Beisetzung haben. Die Beisetzung ist der Akt des Abschieds. Wir werden Zeit haben, Abschied zu nehmen. Das letzte Mal hier auf Erden endgültig Abschied nehmen von Andreas. Und dann werden wir am Nachmittag nochmal eine Gedenkfeier haben, wo wir auf die Spuren des Lebens von Andreas schauen und einfach schauen, welche Spuren hat er gelegt, wo war er uns ein Vorbild und was können wir vielleicht aus dieser Zeit mitnehmen, das uns tröstet und ermutigt. So wird der Tag ungefähr ablaufen. Und jetzt starten wir in den Trauergottesdienst mit einem Lied. Anschließend hören wir den Lebenslauf von Helena. Und genau danach wird die Musikgruppe uns mitnehmen in Gesang, weil Lieder auch gerade in den letzten Tagen und Wochen ein ständiger Begleiter der Familie waren.
Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Dieses Zitat des Predigers aus der Bibel mutet seltsam an. Lasst mich euch heute in das Leben und Sterben meines geliebten Mannes Andreas Neufeld mitnehmen. Vielleicht wird es ein neues Licht auf diese Aussage werfen. Der Tag der Geburt von Andreas war ein schöner Tag, denn am 7. Oktober 1974 wurde dem Ehepaar David und Elisabeth Neufeld ein wunderschöner kleiner Sohn geboren und er wurde voller Liebe als Geschenk Gottes aufgenommen. Sie nannten ihn Andreas und hätten den Namen nicht besser wählen können, steht er doch für Tapferkeit, Tüchtigkeit und Mannhaftigkeit. Er war der jüngste von 8 Kindern seiner Eltern, wobei seine älteste Schwester bereits im frühen Kindesalter verstorben war. Seine Kindheit bot Stoff für viele Geschichten, die er bis vor kurzem noch seinen eigenen Kindern erzählte. Sie liebten es, ihm zuzuhören, wenn er von seiner Kindheit in Jetusai erzählte. Es war so fremd und aufregend. Andreas erzählte gerne von den Ausflügen mit seinem Vater in die nahe Wüste, wo dieser Bienenstöcke hatte. Wenn er von dem Heulen von Schakalen sprach und von Skorpionen, wurden Kinderaugen groß. Auch die abenteuerliche Geschichte von seiner Flucht vor Jungs, die ihm das Rückgeld abnehmen wollten, musste er wiederholt erzählen. Sie sahen den Rest eines Maschendrahtzaunes dabei schon auf den rennenden Jungen zukommen, als er ihn genau oberhalb des Auges erwischte und er rücklings fiel und ohnmächtig liegen blieb, während sich die Taschendiebe aus dem Staub machten. Fast wollten die Kinder ihre Augen reiben, wie er es zeigte, das Blut an den Händen sehen und sich bei dem Gedanken an die dreckige Pfütze schütteln, in der er sich abwusch. Die Narbe wurde ehrfürchtig inspiziert. Andreas hatte eine Kindheit voller Abenteuer, eine schöne Kindheit, denn er wurde geliebt. Im Teenageralter bekamen seine Eltern endlich die Genehmigung, nach Deutschland auszusiedeln. Für ihn brachte das einige Herausforderungen mit sich. War doch das Schulsystem ein anderes als in Kasachstan. Er überwand diese jedoch und machte nach der Schule eine Ausbildung zum Tischler, sparte von seiner mageren Vergütung genug Geld zusammen, um sich sein erstes eigenes Auto kaufen zu können. In all diesen Jahren hatte er viel aus der Bibel gehört und es zog ihn zu diesem Jesus, von dem dort die Rede ist. Er entschied sich, ihm zu glauben. Da er keinen Militärdienst leisten wollte, trat Andreas den Zivildienst im Matthias-Claudius-Heim im sauerländischen Willingen an, nichts ahnend, dass diese Entscheidung sein ganzes Leben beeinflussen würde. In den Tagen vom 17. bis zum 19. Februar 1995
verbrachte eine Teenagergruppe das Wochenende in besagtem Freizeitheim. Was nicht weiter interessant gewesen wäre, wäre da nicht dieser eine Abend gewesen und die Suche nach seinem Freund, die schließlich dazu führte, dass sich zwei Paar Augen das erste Mal trafen und aneinander hängen blieben. Es waren seine und meine Augen. Es war sein Lächeln, das mein junges Herz berührte. Die Art, wie er aus dem Stoff seiner Kindheit Geschichten zu formen vermochte. Aus dieser Begegnung wuchs Liebe, der Wunsch, miteinander das Leben zu teilen. Dieser Wunsch wurde Wirklichkeit, als Andreas und ich am 10.12.1998 standesamtlich heirateten. Am 12.12.98 versprachen wir einander in einer feierlichen Zeremonie vor dem Angesicht Gottes Treue und Liebe in guten wie in schlechten Tagen, bis der Tod uns scheiden würde. Keiner von uns ahnte, wie voll unsere Ehe mit guten Tagen werden würde. Keiner von uns ahnte, wie schwer die schlechten wiegen würden. Andreas hatte seine Entscheidung, ein Leben mit Christus zu führen, im Sommer 1996 öffentlich bezeugt, indem er sich auf sein Bekenntnis des Glaubens taufen ließ. Deshalb war das, was wir uns wünschten, der Segen Gottes für den Bund unserer Ehe, und diesen erlebten wir all die Jahre. Gott schenkte Andreas und mir 5 Kinder, vor 21 Jahren Yannick, vor 19 Jahren Tim, vor 15 Jahren Emilia, vor 7 Jahren Linnell und vor 6 Jahren unseren jüngsten Sohn Jonah Mael. Andreas liebte jedes seiner 5 Kinder von ganzem Herzen. Er liebte mich von ganzem Herzen. Und er lernte, Jesus, seinen Erlöser und Heiland, von ganzem Herzen zu lieben. Das geschah so. Wir hatten ein schönes Leben gemeinsam. Andreas hatte eine Arbeitsstelle als Staplerfahrer bei der Firma Miele, die er sehr mochte. Er hatte für seine Familie mit viel Fleiß ein Zuhause gebaut. Der ganz normale Alltag einer 7-köpfigen Familie füllte ihn aus. Bis zu jenem Tag, an dem alles anders wurde. Ein Tag, der ihm bewusst machte, wie vergänglich das Leben, ja das Glück dieser Erde ist. Es war der Tag seiner Krebsdiagnose. Ein dunkler Tag. Manches, was ihm vorher wichtig gewesen war, verlor an Bedeutung. Plötzlich war nur eins wichtig. Wenn ich sterbe, wo werde ich sein? Habe ich wirklich Frieden mit Gott? Große Kämpfe fanden in seinem Inneren statt. Wir suchten Halt in Gottes Wort, der Bibel, lasen und beteten. Seine Unruhe blieb. Er musste Gewissheit haben. Es waren wohl die dunkelsten Stunden seines Lebens. Aber diese Frage musste für ihn absolut geklärt sein. Das Licht durchbrach seine Dunkelheit, als nach langem Studieren der Bibel, nach langen Gesprächen zwischen uns beiden, unser ältester Sohn nach Hause kam, sich ans Klavier setzte und die Melodie des Liedes »Wie tief muss Gottes Liebe sein« zu spielen begann. Ich suchte den Text auf dem Smartphone heraus, legte ihm diesen vor und ging zu unserem Sohn ans Klavier. Während wir beide sangen, durchbrach die Wahrheit des Evangeliums sein Herz und er sah es ganz klar und deutlich. Tränen liefen über sein Gesicht und seine Augen strahlten, als das Lied zu Ende war. Jetzt begreife ich. Dieser Tag war ein ganzer Tag. Ein Tag der ganzen Hingabe. Ein Tag des ganzen Vertrauens. Ein Tag des ganz Ja-Sagens zu Gottes Wegen, wie auch immer sie aussehen mochten. Denn er hatte verstanden, was für ein Ausmaß die Auswirkungen dessen auf sein Leben hatte, was dort am Kreuz von Golgatha geschehen war. Er hat in Jesus Christus ewiges Leben. Seit diesem Tag liebte er seinen Heiland innig
und von ganzem Herzen. Unermüdlich dankte er ihm für diese Gnade. Er wollte, dass aus dieser Zeit seiner Krankheit Lebensstunden werden, die seinen Herrn ehren. Er wollte auch anderen Menschen von dieser großen Hoffnung erzählen, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Und wer an ihn glaubt, leben wird, auch wenn er stirbt. Deshalb ließ er keine Gelegenheit aus, ganz gleich wie es ihm ging, die Liebe Gottes zu bezeugen, um vom Himmel zu reden. Seine Krankheit dauerte etwa 3,5 Jahre. Es waren Jahre der Gnade, aber auch schwere Jahre. Andreas ertrug viel und tat dies geduldig, in völligem Vertrauen auf Gott. Wie oft sahen wir ihn betend am Küchentisch, betend auf der Gartenliege. Er liebte, er litt, er vertraute, er überwand. Am 22. Juli 2022, nach 5 Tagen im Todestal, ging er um 0.30 Uhr in die Herrlichkeit Gottes ein. Er sieht jetzt, was er geglaubt hat. Er wurde im Himmel erwartet. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Matthäus 25, Vers 21. Welch eine Freude! Welch ein großer Tag für ihn! Betrachtet man es so, lässt sich vielleicht erahnen, was der Prediger im Sinn gehabt haben könnte, als er sagte: Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Wir wollen zusammen mit euch jetzt ein paar Lieder singen und ich lade euch ein, dazu aufzustehen nach Möglichkeit. Sterben hat sie ausgelöst.
Gottes Land.
können uns setzen. Andreas hat sein Leben gerade in den letzten Jahren sehr intensiv, sehr bewusst gelebt, mit einer klaren Ausrichtung. Und er hat uns eine Botschaft hinterlassen. Und diese Botschaft, die sehen wir jetzt in einem Video. Und danach hören wir ein Lied von Rita. Es ist wirklich schlimm, was wir als Familie jetzt so erleben. Und trotz alledem muss ich sagen, ich bin nicht zu bedauern. Wisst ihr warum? Weil ich weiß, wohin ich gehe, in den Himmel, zu Jesus. Ich weiß, mich erwartet Jesus in der Herrlichkeit und da komme ich hin. Ich habe immer wieder ein Bild vor meinen Augen, dass ich, wenn ich in den Himmel komme, dass ich Jesus sehe, wie er da steht und ich laufe ihm entgegen und umarme ihn und danke ihm einfach für die Errettung. Vielleicht fragst du dich, wie kommt man in den Himmel? Oder wie kann ich mir so sicher sein, dass ich in den Himmel komme? Jesus sagt in Johannesevangelium, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann fragt er, glaubst du das? Und ich glaube das. Du kannst auch zu Jesus kommen und deine Schuld ihm bringen. Er wird dir vergeben und er wird dir das ewige Leben schenken. Und er wird uns in den Himmel bringen. Darauf dürfen wir uns freuen, jetzt schon auf dieser Erde. Wisst ihr, durch das Tal des Todes, da kann uns keiner begleiten. Nicht der Ehepartner, nicht die Kinder. Aber wenn wir Jesus kennen, wenn er in unserem Herzen lebt, dann wird er uns bei der Hand nehmen und uns durch dieses Tal führen. Und wir werden bei ihm sein. Das ist das Schönste. Meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Glauben blind.
auch gleich nichts fühle von deiner Macht. Du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. So nimm denn meine Wenige Tage vor dem Tod von Andreas hat Helena mich gefragt, würdest du über den Himmel predigen? Ich möchte gerne aus dem Hintergrund einiger Warum-Frage zum Thema Himmel hineinleiten. Und zwar, warum trifft das Leid gerade mich? Vielleicht wird diese Frage in wenigen Tagen wieder aufkommen, man weiß es nicht. Warum geht es den anderen Menschen gut, wo es bei mir, gerade bei dem gerechten Menschen, so schlecht gehen muss? Ist das der Lohn meines Vertrauens auf Gott, dass mich sowas trifft? Ich möchte auf diese Warum-Fragen eine Gegen-Warum-Frage stellen, und zwar, warum ist der Himmel besser? Warum ist der Himmel besser? Ich denke, aus dem Hintergrund des Leides, aus dem Hintergrund der schweren Erlebnisse, die wir haben, können wir den Himmel besser verstehen. Nach dem Motto, je dunkler die Nacht, umso klarer sind die Sterne. Oder je tiefer das Leid, umso näher ist Gott. Ich möchte einen Bibeltext lesen, den wir im Philipperbrief in der Bibel finden, Philipperbrief Kapitel 1 von Vers 21 bis 24. Philipper 1, 21 bis 24. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet es für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Ich denke, genau das ist die Beschreibung von der Einstellung von Andreas, die er gehabt hat. Das konnten wir aus dem Zeugnis hören, aus dem Video sehen. Genau das war seine Einstellung. Er wollte beim Herrn im Himmel sein, aber er wollte bei seiner Familie auch bleiben. Bei seiner Frau, bei seinen Kindern. Er sagte, ich möchte, dass sie auch da sind, auch im Himmel sind. Sein Glaube war die tragende Kraft in den tiefsten Momenten seines Lebens. Und dadurch ist Andreas zu einem ganz starken und lebendigen Zeugnis geworden für seine Umgebung. Für Menschen, die ihn gekannt haben und die mit ihm im Kontakt waren. Oft hat er seinen Glauben auf den Prüfstand gestellt und gesagt, ist eigentlich mein Glaube ausreichend, um in den Himmel zu kommen? Das hat er sich einfach so gefragt. Eines Tages sagte ich zu ihm, ich weiß es wirklich nicht, Andreas, wie ich mich verhalten würde, wenn ich in deiner Situation wäre. Denn es ist was ganz anderes, wenn man als Beobachter da ist. Man kann viel reden, aber wenn man selbst da drin ist, dann ist es eine ganz andere Situation. Einmal sagt Andreas, ich möchte so gerne für Jesus was machen, aber ich weiß nicht was.
Ich bin in meinem Haus eingeschlossen, ich kann nichts machen. Wir haben ihm gesagt, ein Zitat aus der Bibel, dies ist das Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Er nahm einen Marker und markierte sich diese Stelle in der Bibel. Eine Frage, hat denn der Glaube überhaupt einen Bezug zum Himmel? Ich denke ja. Denn alles, was wir über den Himmel wahrnehmen können und verstehen können, können wir nur durch den Glauben verstehen und wahrnehmen. Warum? Weil keiner von uns da war. Keiner von uns war im Himmel, der das jetzt behaupten könnte, so und so wird es im Himmel sein. Einige Menschen behaupten, sie waren dort vielleicht für einige Augenblicke, aber das wissen wir auch nicht so genau. Aber es gibt nur einen, der da war und gekommen ist und ein Zeugnis gegeben hat, und das ist Jesus selbst. Denn wiederholt hat dieser Jesus gesagt, ich bin vom Himmel herabgekommen. Und nur er kann der wahre Zeuge sein, wie der Himmel ist oder vielleicht auch, wie man da hineinkommt. Nur er und diesem Zeugnis sollten wir glauben. Die Frage ist natürlich, kann ich dem glauben, was Jesus über den Himmel gesagt hat? Kann ich dem glauben oder nicht? In einem Gespräch mit Nikodemus hat Jesus diese Wahrheit nochmal hervorgehoben und er sagte, wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt es nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Interessanterweise, wenn die Bibel über den Himmel spricht, und das ist ja die einzige Information, die wir haben, wenn die Bibel über den Himmel spricht, so nimmt sie einen Vergleich zu dieser Erde, auf der wir leben. Denn die Schönheit des Himmels lässt sich nur dann vergleichen oder wahrnehmen, wenn wir wissen, wie diese Erde ist. Denn die Engel, die im Himmel sind, die können es nicht wissen, wie es hier ist. Und vielleicht können sie in diesem Sinne auch nicht so gut beschreiben, wie schön der Himmel ist. Der ist wunderbar. Aber sie wissen nicht, wie es hier ist. So ist die Erde ein Anhaltspunkt, wo wir sagen können, wenn die Erde so ist, dann ist der Himmel doch viel besser. Die Engel zum Beispiel wissen nicht, was Vergebung der Sünden ist. Das wissen sie nicht, weil sie nie gesündigt haben. Wir wissen es aber. Deswegen schätzen wir auch die Vergebung der Schuld so hoch ein und sagen, das ist viel, viel besser, vergeben zu sein. Und genauso verhält es sich auch mit dem Himmel. Wir haben einen Bibeltext gelesen, da sagt Paulus, es ist weit besser. Abzuscheiden und zum Herrn zu gehen, ist weit besser. Das wäre bei weitem besser, sagt eine moderne Bibelübersetzung, bei weitem besser. Um auf die Frage, warum der Himmel besser ist, möchte ich uns 5 Antworten mitgeben. Die stammen alle aus der Bibel. 5 Antworten auf die Frage, warum der Himmel besser ist als diese Erde, als das Leben auf dieser Erde, als überhaupt unser Dasein hier. Die erste Antwort, weil wir bei Christus sein werden. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Wenn wir sagen können, dass Christus mein Leben ist, dann ist es auch die größte Freude, in den Himmel hineinzugehen, um bei ihm zu sein. Natürlich haben wir schon hier mit Christus gelebt. Wir nennen uns als Christen. Wir sagen, ja, ich kenne Jesus, ich lebe mit ihm. Er ist mein Erlöser und mein Retter. Ich freue mich darüber. Aber von Angesicht zu Christus zu kommen, das ist noch was anderes. Das ist noch was viel Schöneres, den Augenblick zu erleben, vom Glauben
zum Schauen rüberzugehen, das ist ein ganz besonderer Moment. Und wir werden Jesus sehen in seiner Herrlichkeit und in seiner Pracht. Und trotzdem werden wir Zugang zu ihm haben. Wir werden Gemeinschaft mit ihm haben. Jesus wird für uns nicht fremd sein. Trotz seiner Herrlichkeit und Schönheit werden wir immer noch Zugang zu ihm haben. Und viele Fragen, die sich vielleicht nicht von alleine beantwortet werden, die werden wir dann fragen können. Bei Jesus selbst. Und ich bin mir sicher, dass Jesus uns eine Antwort gibt. Wir müssen zugeben, dass der Himmel noch viel Verborgenes für uns enthält. Obwohl wir jetzt schon zu Christus gehören. Aber es kommt der Tag, wo unsere Augen geöffnet werden und wir es sehen werden. So sagt es die Bibel. 1. Johannes 3,2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich habe den Eindruck, dass wir im Prinzip noch viel mehr über den Himmel wissen könnten, als wir es wissen. Warum? Weil wir uns zu wenig damit beschäftigen. Wenn wir uns mit dem Himmel mehr beschäftigen würden und Fragen stellen würden, würden wir mehr wissen. Wir würden mehr Informationen bekommen. Wir würden mehr Erkenntnisse sammeln können, was der Himmel eigentlich bedeutet. Wir würden sagen, oh, da gibt es ja noch dies und jenes. Das habe ich jetzt bei der Predigtvorbereitung gemerkt. Oh, da könnte man ja noch viele sagen eigentlich, obwohl wir manchmal so eingeschränkt sind, wenn wir über das Thema Himmel nachdenken. Ja, der blaue Himmel, da ist Gott und so. Aber was dann noch alles verborgen ist, hat Gott uns mitgeteilt. Manchmal ist das größte Problem, dass wir zu stark mit der Erde beschäftigt sind, zu stark gebunden sind an diese Erde. Und manchmal, lass uns ehrlich zugeben, haben wir nicht so große Lust, über den Himmel sprechen, denn Himmel ist für uns gleich vielleicht tot oder so. Aber wenn der Himmel unsere Hoffnung ist und die Bibel sagt, das Endziel der Hoffnung ist der Himmel, die Bibel benutzt eine Bildersprache und sagt, die Hoffnung hat ihre Anker in den Himmel hineingeworfen. Dahin reicht die Hoffnung, die wir haben. Dann werden wir nicht nur mit dieser Erde beschränkt leben müssen, sondern auch uns mit dem Himmel beschäftigen können, auch jetzt schon auf dieser Erde. Aber ich sage mal so, auch dann, wenn wir alles erforschen könnten, was der Himmel uns bieten kann, wäre das nur ein Bruchteil von der ganzen Herrlichkeit, die der Himmel wirklich ist. Die Bibel sagt Folgendes: Jetzt sehen wir mittels eines Spiegels undeutlich, danach aber von Angesicht zu Angesicht. Eine andere Übersetzung sagt: Jetzt sehen wir wie ein dunkles Glas, rätselhaft, danach aber vom Angesicht zu Angesicht. Was sehr erstaunlich ist, wenn wir über den Himmel sprechen, dass es der Wunsch von Jesus selbst ist, dass wir da hineinkommen. Es ist nicht nur unser Jagen und Streben, ach, würde ich doch mal in den Himmel kommen. Nein, Jesus wünscht sich das, dass du dabei bist. Da sagte doch Jesus in seinem Gebet, er betete zu seinem Vater, Johannes 17,24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Darf ich dich mal was ganz Persönliches fragen, lieber Gast auf dieser Beerdigung? Hast du dir mal diese Frage gestellt, dass Jesus dich im Himmel haben möchte?
Gemeint ist nicht der kosmische Himmel, den wir sehen, sondern der Wohnort, wo Gott lebt. Vielleicht sagt jemand, ist das alles, was Gott uns bieten kann, im Himmel nur bei ihm zu sein? Ich glaube, in die Gegenwart des Herrn und Schöpfers zu treten, in die Gegenwart unseres Erlösers zu treten, ist der ewige Wunsch unserer Seele, den wir nicht immer zugeben wollen, aber das ist tief in uns drin, da zu sein, wo unser Schöpfer ist und unser Erretter ist, der uns Glück und Geborgenheit bringen wird. Wir müssen nicht davon ausgehen, dass wir passiv da sitzen werden und die Gegenwart Gottes genießen, sondern alles, was wir machen werden im Himmel, in allen unseren Aktivitäten, wird Gott unsere Gegenwart sein. Wir werden immer bei ihm sein. Das ist der erste Grund, warum der Himmel besser ist, weil wir bei ihm sein werden. Der andere Grund ist, warum der Himmel besser ist, weil wir alle Zeit da sein werden. Ich zitiere 1. Thessalonicher Kapitel 4, 17. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Im Vergleich zu dieser Zeit, in der wir leben, ist das viel besser, alle Zeit da zu bleiben, was absolut nicht der Fall ist auf dieser Erde. Denn der ständige Begleiter unseres Lebens, die größte Sorge unseres Lebens, auch in den schönsten Erlebnissen, die wir haben und in den schönsten Erfahrungen des Glücks und Geborgenheit, die wir auf dieser Erde erleben, ist die Sorge, es wird ein Ende haben. Es ist eine unsichtbare Grenze, die vor uns steht, die uns immer wieder sagt, es wird nicht ewig so bleiben. Vielleicht solltest du jetzt diese Augenblicke nutzen. Es wird nicht immer so bleiben. Du kannst nicht immer das erleben. Das ist diese undefinierbare oder unerklärliche Angst, die immer da ist, die uns immer etwas sagt, es wird ein Ende geben. Wir sprechen manchmal, ja, ich möchte nicht so gerne sagen, wie alt ich bin und so, ja, besonders wenn man so ein bisschen älter wird. Und genau das ist der Punkt. Warum? Ja, da ist diese Grenze, die irgendwann mal eintreten wird. Ich bin mal ganz offen, ich stehe auch so, in ein paar Jahren gehe ich vielleicht an Rente oder keine Ahnung so. Ich würde mir jetzt ein neues Auto zum Beispiel kaufen wollen, aber die Frage, die ich mir stellen würde sofort, wie lange kann ich das fahren? Oder ich baue mir ein neues Haus, aber wie lange werde ich das bewohnen? Da ist diese Grenze, die da ist. Und diese Grenze gibt es im Himmel nicht. Da gibt es nicht diese Grenze der Zeit. Die Erfahrungen des Himmels, die Erfahrungen des Glücks im Himmel, die sind viel höher, als die wir kennen auf dieser Erde. Und die werden kein Ende haben. Alle Zeit, niemals aufhören. Die Sorge, dass das Ende des Lebens vielleicht eintreten wird, wird nicht mehr da sein. Man wird einfach keine Zeit mehr haben, man wird Ewigkeit haben und vielleicht einfach alle Zeit. Es nimmt nie ein Ende. Ich denke, wir können es verstehen, wenn wir beim Herrn sein werden, bei Jesus sein werden, so werden wir seine Herrlichkeit sehen. In alle Ewigkeit, und das wird uns in Verzückung bringen, es wird uns in ein Staunen hineinversetzen, seine Herrlichkeit zu sehen, die wir hier auf dieser Erde nicht gekannt haben. Ich denke, wir können das vielleicht nicht so gut verstehen. Warum? Weil wir aus den Erfahrungen dieses Lebens leben. Wir wissen, dass alle Augenblicke dieses Glücks auf dieser Welt total begrenzt sind. Aber ein Glück erleben, grenzenlos und zeitlos, ist etwas ganz Besonderes, und das gehört zum Himmel. Die Herrlichkeit des Herrn wird uns begeistern und wird uns zum Lob Gottes anfeuern und ansteuern. Vielleicht in der Art, wie die Bibel uns berichtet von Jakobus, Johannes und
Petrus, die auf dem Berg für einen Augenblick die Herrlichkeit gesehen haben. Und was sagten sie? Ach, lass uns doch immer hier bleiben. Lass uns doch immer hier sein. Der Wunsch nach grenzenlosem Glück, das erwartet uns im Himmel. Warum ist der Himmel noch viel besser? Weil es keinen Tod mehr geben wird. Lass uns eine Bibelstelle lesen aus der Offenbarung Kapitel 21, 4 bis 5. Offenbarung Kapitel 21, 4 bis 5. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, spricht, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Merken wir diesen totalen Kontrast zwischen Himmel und Erde? Auf der Erde sind wir mit dem Tod so eng verbunden. Und man spricht ja nicht von ungefähr, nichts ist so sicher wie der Tod oder so. Jeder weiß, irgendwann mal bin ich dran. Nichts ist so sicher wie der Tod. Aber jetzt kommt der Kontrast. Im Himmel gibt es den nicht mehr. Im Himmel gibt es nicht mehr den Tod. Auch seine Auswirkungen des Todes werden nicht mehr da sein. Tränen und Schmerz und Geschrei, die wird es nicht mehr geben. Im Himmel wird ewige Freude herrschen, die kein Umstand unterbrechen kann. Denn es ist eine andere Welt, eine Welt des Paradieses. Und doch hat Gott so gemacht, dass wir durch den Tod da hineingehen müssen. Durch den Tod in den Himmel, in die Schönheit des Himmels gehen wir durch den Tod. Und das ist oft sehr schmerzhaft. Das ist nicht einfach. Jemand sagte, ich habe keine Angst vom Tod, sondern ich habe Angst vor dem Sterben. Und das ist der Punkt. Dieses Gehen, diese Grenze überschreiten, das ist, was uns traurig macht. Dieser Abschied von Menschen, die wir lieben, der macht uns traurig. Wir haben Lust, vielleicht doch zu bleiben. Aber andererseits wollen wir auch dahin, wo unsere Hoffnung liegt. Es gibt uns aber auch das Recht zu weinen und zu trauern über Menschen, die von uns gegangen sind. Es ist völlig normal. Es ist nicht unbedingt so, dass wir jetzt starken Glauben zeigen, wenn wir nicht weinen. Nein, das gehört dazu. Wir dürfen weinen und trauern, aber nicht ohne Hoffnung. Nicht ohne Hoffnung. Denn der Tod ist nicht die letzte Station, denn Christus hat den Tod besiegt. Er hat uns das Leben gegeben. Mit der Aussage der Schrift und der Bibel, dort wird es kein Leid mehr geben, gibt Gott uns eine Antwort auf die Frage des Leides, welches Menschen auf dieser Erde ertragen müssen. Dort gibt es das nicht mehr. Das Leid gehört zu dieser Erde, aber es gibt eine Erlösung von diesem Leid. Und Gott persönlich wird dieses Leid beenden. So haben wir es in der Schrift gelesen, er wird die Tränen abwischen. Wie das sein wird, es ist höchst interessant. Gott wird es aber tun. Warum ist der Himmel besser als diese Erde? Weil dort keine Sünde mehr geben wird. Vielleicht sagen einige, ach, schon wieder Sünde und so. Aber lass uns mal ein bisschen das so betrachten. Warum ist das ein besserer Ort? Weil es da keine Sünde gibt. Das steht nämlich auch in der Bibel, Offenbarung 21, 27. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Ein gewaltiger Kontrast zu dieser Erde. Was ist das größte Problem dieser Erde? Das ist die Sünde, glaube ich.
Die Sünde bildet alle Probleme, die wir haben. Das sind die Auswirkungen der Sünde, die wir erleben auf dieser Erde. Wir müssen zugeben, obwohl wir Christen sind oder die meisten von uns sich Christen nennen und Vergebung der Schuld bekommen haben, immer noch im Kampf gegen die Sünde stehen. Es vergeht wahrscheinlich kein Tag unseres Lebens, wo wir sagen können, absolut gut gelebt, absolut nicht gesündigt. Nein, das Bewusstsein, dass wir immer noch fähig sind zur Sünde, begleitet uns ständig. Es ist ein Kampf. Manchmal unterliegen wir diesem Kampf und fallen in Sünde. Auch selbst die besten Christen, von außen betrachtet, beste Christen, können sich nicht auf die Brust schlagen und sagen, ich bin absolut sündenfrei. Auch selbst dann können unser Herz Neid und Eifersucht beherrschen oder vielleicht Rachegedanken gegen unseren Nächsten, der uns etwas Böses angetan hat. Und wir sagen vielleicht, ach, pass mal auf, wenn das Gericht Gottes kommt, dann kriegst du was zu hören. Verstehen wir, auch selbst das Denken der Menschen, auch wenn es nicht zu sehen ist, ist mit Sünde behaftet. Manchmal denken wir sogar, ja, ich möchte eigentlich nicht so ganz frei leben, ich möchte vielleicht doch ein bisschen Sünde zulassen. Was ist denn dabei so Schlimmes? Denn ich möchte doch irgendwie mein Leben rechtfertigen und mir vielleicht einiges erlauben, auch in der Beziehung zu anderen Menschen, wo ich vielleicht mein Recht behalten will. Wir würden uns aber vielleicht sehr aufregen, wenn uns jemand anders sündhaft behandelt, zum Beispiel uns belügt oder bestiehlt. Dann würden wir sagen, das geht gar nicht. Wir würden uns richtig aufregen darüber. Stellen wir uns einmal vor, dass dies alles im Himmel absolut nicht existiert. Selbst das Verlangen nach einer Sünde wird es nicht mehr geben. Die Begierde nach einer Sünde wird nicht mehr da sein. Es wird nicht vorhanden sein. Ich werde nicht mehr Lust haben, Dinge zu tun, die vor Gott nicht recht sind. Es wird keinen Wunsch zur Rache mehr geben auf Menschen, die mich auf der Erde beleidigt haben. Stellen wir das mal vor. Das wird einfach nicht da sein. Ich werde einfach sündenfrei sein. Eine Welt ohne Sünde, die nennen wir Himmel. Es ist viel besser als eine Erde, behaftet mit Sünden und Problemen, die daraus entstehen. Lasst mich noch zu einem letzten Grund kommen. Es gibt noch viele Gründe, aber lasst uns noch einen Grund kurz ansehen, warum der Himmel doch besser ist. Weil der Himmel mein Zuhause ist. Weil der Himmel mein Zuhause ist. Nun, darüber hat Jesus selbst gesprochen. Wir sind ja uns einig geworden, dass wir Jesus glauben sollen, wenn er etwas gesagt hat. Und das hat er auch gesagt. Johannes 14, 1, 3. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt doch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch die Stätte bereite, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wenn wir uns die Frage stellen, warum wir eigentlich keine Angst vor dem Tod zu haben brauchen, ist die Antwort der Himmel aus diesem Grund. Wenn jemand sagen würde, es gibt schon so viele Interessenten und Bewerber für den Himmel, dass für mich mit Sicherheit da kein Platz ist. Im Moment leben wir ja in so einer Zeit, wo man schwer eine Wohnung bekommt und so, ne? Schwer ein Haus kaufen kann, es kostet alles teuer und so. So sagen wir, ach, für mich ist da nichts mehr. Aber das ist der größte Trugschluss, den ein Mensch ziehen kann. Warum? Weil Jesus sagte, es ist genug Platz da. Es gibt genug Wohnungen.
im Notfall würde ich noch welche vorbereiten. Also kein Problem. Die Frage ist nur, ob ich da hinein will. Eine der entscheidendsten Fragen überhaupt. Will ich da hinein oder nicht? Und das ist das Interessante dabei. Gott zwingt keinen, da reinzugehen. Nur diejenigen, die das wollen. Aber letztendlich ist der Himmel unser Zuhause. Es ist der Ort, wo wir wirklich hingehören. Es ist der Ort, wofür wir geschaffen worden sind. Wir wissen, dass wir als Personen sehr, sehr kompliziert sind. Wir bestehen nicht nur aus Körper und so, sondern wir sind ein komplexes Wesen mit noch anderen Elementen, mit Seele und Geist. Und Gott hat uns gemacht und gebildet für den Himmel. Unsere Existenz sollte da sein. Die Menschen des Glaubens haben das in der Vergangenheit auch erkannt. Sie haben plötzlich festgestellt, hier auf dieser Erde bin ich nur ein Pilger. Ich bin ein Wanderer, der durch diese Erde durchgeht, aber das, was danach kommt, das ist meine Heimat, das ist mein Zuhause. Das Leben auf dieser Erde ist vorübergehend. Darüber brauchen wir uns nicht zu streiten. Denn es ist einfach so, und das versteht jeder Mensch. Es ist sehr kurz. Denn mit Recht sagte einer der Psalmisten in der Bibel im Psalm 23, für uns viele sehr bekannt, und ich kehre zurück in das Haus des Herrn für alle Zeit. Der Prediger, der weise Salomo, hat mal gesagt, und der Geist geht zu Gott zurück. Wir haben uns 5 Grundlagen heute gelegt mit der Frage, warum der Tod besser ist als die Geburt oder warum der Himmel besser ist als die Erde. Erstens, weil wir beim Herrn sein werden. Das zweite, weil wir alle Zeit da sein werden, ohne Grenze. Weil es keinen Tod mehr geben wird. Weil es keine Sünde mehr geben wird, weil das unser Zuhause ist. Aus dem Hintergrund der Frage, warum passiert mir das, ist der Himmel die einzige Antwort. Und das können wir auch in der Bibel lesen. Da heißt es doch, wo ein Mensch sich genau diese Frage gestellt hat, nämlich Asaf. Er hat gesagt, warum geht es den anderen Menschen so gut? Und ich bin fast ausgeglitten. Ich bin fast gestürzt vor diesem Ergebnis, vor dieser Tatsache. Seine Antwort ist, du hältst mich bei meiner rechten Hand und danach nimmst du mich in die Herrlichkeit auf. Der segne euch, Familie Olfert oder Familie Neufeld. Möge Gott euch stärken, ermutigen, dass ihr wisst ganz genau, was der Himmel bedeutet für Andreas, aber auch für euch. Ich würde gerne noch ein Gebet sprechen. Lasst uns bitte dazu aufstehen. Herr, unser Gott, du bist groß und du bist allmächtig. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du hast uns, wie die Bibel es sagt, auf deine erstaunlichen Art und Weise geschaffen. Wir können vor deinem Angesicht nicht fliehen. Wir sind immer vor dir. Wir sind auf deine Hand geschrieben, auf deine Handfläche geschrieben. Du weißt ganz genau, was wir sind, was wir denken und was wir tun. Vielen Dank dir, Herr Jesus, dass du uns den Himmel vorbereitet hast. Hilf uns, eine Sache zu verstehen, dass der Himmel viel besser ist als diese Erde. Hilf uns, mit diesem Ziel zu leben, mit dem Bewusstsein, dass du uns in deine Hand hältst, dass du uns in deine Herrlichkeit hineinführen wirst. Es kommt der Tag und es kommt der Augenblick, wo wir das erleben werden. Lass uns in dieser Hoffnung leben. Ich bitte dich, dass du Familie Neufeld stützt und ermutigst, dass du ihnen Kraft schenkst, diesen Glauben auszuleben, diese Hoffnung zu tragen und dadurch dich zu verherrlichen. Herr, wir beten dich an und wir preisen deinen Namen. Amen.
Wir möchten gerne ein russisches Lied singen und das war ein Wunsch von Andreas, von der Familie. Es geht darum in dem Lied, genau was Andreas gesagt hat in der Predigt, es geht um den Himmel und wir dürfen uns freuen auf den Himmel. Wie schwer wir auch in diesem Leben haben, auf dieser Erde, aber wir dürfen uns auf den Himmel freuen und dann kriegen wir auch die Lebenskrone von Jesus. Stellt euch vor, wir sind bei Neufels zu Hause. Die einen sitzen im Wohnzimmer auf dem Sofa,
Die anderen sitzen am Tisch und essen. Einige sind draußen auf der Terrasse und unterhalten sich und haben Zeit zusammen, haben Gemeinschaft. Diese Vorstellung soll ein Bild davon sein, wie wir gleich die nächsten paar Stunden miteinander verbringen wollen. Ja, wir werden gleich zur Beisetzung gehen. Auf dem Friedhof ist nicht ganz so viel Platz. Wir sind einiges an Leute. Deswegen werden wir uns ein bisschen aufteilen. Einige dürfen hier im Wohnzimmer bleiben. Einige dürfen nach unten gehen in den Essraum und schon mal essen. Und die Familie Neufeld und Olfert, die Freunde, diejenigen, die die Familie auch in der letzten Zeit sehr nah begleitet haben und Anteil genommen haben, die dürfen mit auf den Friedhof und die Familie da begleiten und Abschied nehmen. So, und anschließend werden wir dann wieder hierhin kommen und dann dürfen diejenigen, die auf dem Friedhof waren, auch noch essen. Ganz wichtig, die Familie lädt wirklich alle zum Essen ein. Ihr seid alle eingeladen, es ist genug da. Unten sind Profis, die kochen, die bereiten alles wunderbar vor. Da ist alles wunderbar schön herzlich vorbereitet. Also ihr seid wirklich alle herzlich eingeladen zu essen. Und nach dem Essen wird es so sein, dass wir uns hier wieder im Wohnzimmer treffen. Ich nenne das einfach mal so. Und dann wird die Familie hier sein. Und da haben wir die Gelegenheit, denen vielleicht auch Anteil auszudrücken, Beileid zu bekunden. Auf dem Friedhof lassen wir ihnen einfach ein Stück weit Privatsphäre, dass sie die Gelegenheit haben, in aller Ruhe Abschied zu nehmen. Und hier haben wir nachher die Gelegenheit, ihnen auch einiges mitzugeben. Und wir werden dann auch eine Gedenkfeier haben, wo wir, wie ich schon angekündigt habe, einiges aus dem Leben von Andreas hören werden. Einige Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Wegbegleiter waren und uns einen Einblick da geben werden. Das werden wir dann hier gemeinsam erleben und so uns gegenseitig trösten und ermutigen. Zum Friedhof geht es gleich, wenn ihr aus dem Gemeindehaus rauskommt, könnt ihr links lang fahren bis zum Kreisverkehr und dann rechts und dann kommt es schon auf der rechten Seite. Oder wenn jemand zu Fuß gehen möchte, der kann auch rechts lang gehen durch den Park. Wer sich auskennt, findet es auch sehr schnell. Genau, und jetzt darf ich bitten, dass die Sargträger nach vorne kommen, die Kranzträger nach vorne kommen. Sie werden rausgehen, dann wird die Familie folgen. Wir geben der Familie den Raum und anschließend können wir nacheinander auch hinterhergehen. Und in der ganzen Zeit darf ich bitten, dass ihr dazu aufsteht.